Die Zeit ist aus den Fugen! Hamlet von William Shakespeare. Eines der bekanntesten Dramen der Theatergeschichte. Es quält ein Splitter mir das seelische Auge. Hamlets Vater wurde ermordet. Seine Mutter heiratet den Mörder. Und sie in mir den Vater. Der junge Prinz taumelt zwischen hilfloser Wut und dem Wunsch nach Rache. In der Inszenierung des Schauspielhauses Bochum glänzt die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Sandra Hüller als zerbrechlicher, zaudernder und sanftmütiger Hamlet. Dieses majestätische Dach ausgelegt mit goldenem Feuer. Für mich ist es nichts. Eine wegweisende Inszenierung. Ausgewählt für das Berliner Theatertreffen. Wenn du noch Atem hast und eine Stimme, Vater, sprich zu mir. Wenn irgendeine gute Tat zu tun ist, die dir die Ruhe bringt und Gnade mir, sprich zu mir. Wenn du mit deines Landes Los vertraut bist, das mit Voraussicht sich noch wenden lässt, o sprich. Hast du in deinem Leben fremdes Gut erpresst und aufgehäuft im Bauch der Erde? Wofür, wie es heißt, ihr oft im Tod noch umgeht, sag es mir. Du bist hier. Du bist hier, du bist hier, du bist hier. Du bist hier, du bist hier, du bist hier.
Meine Gedanken sind Wunden in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist eine Narbe. Ich will eine Maschine sein. Arme zu greifen, Beine zu gehen, kein Schmerz, kein Gedanke, nichts. Obwohl uns Hamlets, unseres Bruders, Tod noch tief bewegt und es sich deshalb für uns ziemte, von Gram gebeugt zu sein und unser Reich mit schmerzverzogener Miene trauern sollte, hat doch Vernunft soweit Natur bekämpft, dass wir mit klügstem Kummer an ihn denken und uns dabei auch an uns selbst erinnern. Wir haben deshalb unsere frühere Schwägerin mit einer, sagen wir, bedrückten Freude, mit einem heiteren, einem feuchten Auge, mit Leichenjubel und mit Hochzeitsklage abwechselnd gleichermaßen Lust und Leid zur Frau genommen. Eurer weisen Einsicht, die unbefangen uns in dieser Sache folgte, versperrten wir uns nicht. Hab Dank dafür. Mein König, ich bin dankbar für den Trost, den du mir bietest. Es rührt mich, was du sagst. Gertrud. Kein anderer Mann als du hätte mich jemals von einer neuen Ehe überzeugen können. Er ist allein. Keine andere Frau als dir hätte ich es zugetraut, mir zu vertrauen. Meiner echten, tiefen Liebe. In diesen turbulenten, finsteren Zeiten. Dein Mann. Mein Bruder. Plötzlich umgekommen. Die Zukunft schwarz. Wir sind bedroht, denn hört uns zu, der junge Fortinbras. Im Glauben, dass durch unseres Bruders Tod der Staat verrenkt und aus den Fugen sei, belästigt uns jetzt mit der Forderung, all jene Länder wieder aufzugeben, die laut Vertrag sein Vater einst verlor an unseren tapferen Bruder. So viel von ihm. Was uns und unsere Sitzung nun betrifft, geht es um Folgendes. Wir schreiben hier an Norweg, Ohm des jungen Fortinbras, der kraftlos und ans Bett gefesselt schwerlich das Ziel des Neffen kennt. Beenden soll er den weiteren Gang der Dinge. Schließlich ist es sein Volk, das hier geworben, rekrutiert und ausgehoben wird. Wir schicken euch zwei Abgesandte, Totengräber, Clowns. Mit diesem Schrieb zum alten Norweg hin, wobei wir zur Verhandlung mit dem König euch keine weitere Vollmacht zugestehen, als diese Schrift im Einzelnen erlaubt. Zeigt Ergebenheit durch Eile. Wir zeigen sie euch hier und immer zu.
Laertes, gibt's bei dir was Neues? Du hattest eine Frage. Worum geht's? Er ist allein. Erlaubnis, um nach Frankreich auszureisen. Zwar bin ich gern nach Dänemark gekommen, bei deiner Krönung meinen Schwur zu leisten. Doch jetzt gestehe ich diese Pflicht getan. Nach Frankreich wieder geht mein Wunsch und Denken und beugt sich vor dir um die Erlaubnis. Erlaubt es dein Vater dir? Was sagt Polonius? Ich bitte dich, erlaub es ihm zu gehen. Dann geh, Laertes. Greif deine Stunde. Die Zeit sei dein. Doch nun, mein Neffe Hamlet. Und mein Sohn. Ein bisschen Sohn und weniger als versöhnt. Bist du denn immer noch umflort von Wolken? Nein, das nicht. Ich bin zu viel in der Sonne. Zu viel Sohn, zu viel in der Sonne. Mein Hamlet. Wirf die düsteren Farben ab. Du musst nicht ständig mit gesenkten Lidern im Staub nach deinem edlen Vater suchen. Es ist üblich. Man lebt auf Zeit und geht durch die Natur zur Ewigkeit. Ja, ja, Mutter, es ist üblich. Was scheint an dir so besonders dran? Scheint? Nein, ist. Ich kenne keinen Scheint. Es ist nicht dumpfes Seufzen aus gepresster Brust, nicht der übervolle Fluss des Auges, nicht der erschöpfte Ausdruck des Gesichts, samt aller Sitte, Mode, Form der Trauer, was mich in Wahrheit zeigt. All dieses scheint, es sind Gebärden, die man spielen könnte. Ich habe in mir mehr als Schein gefunden. Was sein muss und was so gewöhnlich ist, wie es üblicher sich nicht denken lässt. Aber warum sich das mit schlecht gelauntem Trotz zu Herzen nehmen? Wir bitten dich, wirf ab dies unfruchtbare Leid und sieh in mir den Vater. Mit dem gleichen Edelmut der Liebe, wie dem des liebsten Vaters für den Sohn, gebe ich mich für dich hin. Zu deiner Absicht, zurückzugehen nach Wittenberg, zur Schule, so läuft es unseren Wünschen ganz zuwider, also bleib besser hier. Bleib hier. Geh nicht nach Wittenberg zurück. Bleib hier. Bei uns. Nach Kräften will ich dir gehorchen, Mutter. Ich liebe tadellose Antwort. Dies feine, freie Einverständnis Hamlets beschwingt mein Herz. Oh, dass dies viel zu faule Fleisch doch schmölze, sich löste und von selbst in Tau zerginge. Oh, dass der Herr niemals verboten hätte, sich selber abzuschlachten. Oh Gott, Gott. Wie öde, schal und flach erscheinen mir die Dinge dieser Welt. Oh Schande, pfui, sie ist ein wüster Garten, verspritzter Samen, schamlos, fettes Zeug beherrscht sie, dass es dazu kommen konnte. 2 Monate nur tot, nein, nicht mal 2. Ich darf's nicht denken. Schwachheit, dein Name ist Weib. In 1 Monat die Schuhe noch nicht alt, in denen sie dem Sarg des Vaters folgte. Sie, oh Gott, ein Tier, das der Vernunft entbehrt, wird länger trauern. Vermählt mit meinem Onkel. In 1 Monat, eh noch das Salz der heuchlerischen Tränen die wunden Augen ganz verlassen hatte, war sie vermählt. Ah, der tägliche Ekel.
Ekel am präparierten Geschwätz, am verordneten Frohsinn. Ekel. Ophelia, das sind meine Texte. Ich bin ein Privilegierter. Mein Ekel ist ein Privileg. Es freut mich, dich wohl aufzusehen, Ophelia. Oder ich bin nicht mehr ich. Ich bin es. Und noch immer deine Sklavin. Nein, liebe meine Freundin, den Titel wollen wir tauschen. Ich war bei deines Vaters Trauerfeier. Bestimmt auch meiner Mutter Hochzeit. Ja, allerdings, sie folgte knapp darauf. Man spart, Ophelia. Die Pasteten vom Leichenschmaus gab's kalt zum Hochzeitsmahl. Wie geht's dir, Hamlet? Mein Vater. Ich denke, ich sehe meinen Vater. Wo? Vor meinem inneren Auge. Ich glaube, ich sehe ihn auch in dir. Bist du dir sicher? Ja, ich kannte deinen Vater. Schau, meine beiden Hände sind nicht gleicher. Gut. Wie sieht er aus? Nicht so gut. Blass oder rot? Nein, blass. Und seinen Blick auf dich gerichtet? Ja, ständig. Vielleicht kommt er wieder. Garantiert. Es quält ein Splitter mir das seelische Auge. Kurz bevor der große Cäsar fiel, die Gräber standen leer und in den Straßen da schrien und jaulten die verhüllten Toten. Kometen brannten und der Tau war Blut. Die Sonne war fleckig und der Mond, der war feucht, fast wie am jüngsten Tag. Vor Schatten krank. Was hat das zu bedeuten? Ein Prolog des Unheils, das sich nähert. Da, es kommt. Ich nenne dich Hamlet, Fürst, Dänenkönig. Oh, gib Antwort. Sprich mit mir, lass mich nicht hängen. Sag mir, was ist? Sag mir, warum? Was soll ich tun? Ach, armer Geist. Hamlet, was ist mit dir los? Ich will kein Mitleid. Ich bin deines Vaters Geist, verdammt zu brennen, zu sprechen und etwas aufzudecken und dir zu sagen... Mord? Mord! Du wirst mich rächen müssen! Oh Gott! Sag es mir schnell, dass ich zur Rache stürmen kann. Mord! Halle! Mein Grab bekannt! Das Schlafen auf der Wiese! Mich eine Schlange bist! Lüge! Eine Lüge! Die Schlange, die in dieses Leben biss, trägt dessen Krone. Und er gewann aus Gier die scheinbar tugendhafte Königin Hamlet. Welch ein tiefer Fall war das von mir und meiner Liebe, die so echt war, dass Hand in Hand sie ging. Von Lust ist schnell übersättigt und sucht nach Drang. Oh. Jetzt kurz und knapp im Garten also, wie immer nachmittags, lieg ich da und schlaf. Dein Onkel schlich sich mit Saft von Binsenkraut in einem Röhrchen und in die Gänge meiner Ohren goss er das Gift. Es wirkte! So wurde ich im Schlaf an, Bruder, lieb um Leben, Krone, Königin gebracht. Ohne Essen, keine Beichte, keine Öl, um die Rechnung offen mit allen meinen Schulden auf dem Haus. Grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Wenn du Charakter hast, dann duld es nicht das königliche Bett von Dänemark. Ein Lager für Geilheit und Inzest.
Beschmutz dich nicht und lass die Königin in Ruhe! Überlasse sie ja dem Himmel und jenen Dornen, die in ihrem Busen sie ritzen und verletzen. Leb wohl jetzt! Adieu, adieu, adieu. Und denk an mich, deinen Vater, remember me. An dich denken, ja, ja. Wegwischen will ich alles. Alle Bilder, jeden Eindruck meiner Jugend, du allein sollst überleben. Oh, widerliches Weib! Oh, Schuft! Schuft, lächelnder, verdammter Schuft! So, Onkel, hab ich dich. Jetzt meine Losung. Sie heißt, adieu, adieu und denk an mich. Ich hab's geschworen. Das sind nur wilde, wirre Worte. Prinz. Es tut mir herzlich leid, dass sie dich ärgern. Ja, wirklich. Von Ärger spreche ich nicht. Ja, Ophelia, doch gibt es ihn. Sehr großen Ärger. Und was diesen Geist betrifft, es ist ein echter Geist, das sollst du wissen. Und sofern du meine Freundin bist, eine kleine Bitte. Was? Sag niemandem, was hier passiert ist. Nein, nie. Wirst du schweigen? Ja, ich sag nicht. Schwör's. Ich hab schon geschworen. Im Ernst, komm, schwör. Was soll ich schwören? Nie über das zu sprechen. Ich schwöre es. Es gibt noch mehr im Himmel und auf Erden, als deine Weisheit sich so träumt, Ophelia. Und nochmal nie, wie fremd und sonderbar ich mich auch gebe mit irgendwelchen Sprüchen wie wer weiß, wer weiß, ich könnte, wenn ich wollte, und anderen Doppeldeutigkeiten preisgeben, dass du was von mir weißt. Ich schwör's! Still, still. Stell den Finger auf die Lippen, bitte. Die Zeit ist aus den Fugen! Ja. Fluch und Scham, dass ich zur Welt sie einzurenken kam. Thank you.
und Güldenstern. Güldenstern und Rosenkranz? Nicht nur, dass wir euch gerne sehen wollten, wir brauchen dringend eure Hilfe. Hamlet ist nicht mehr er selbst. Was es ist, bis auf des Vaters Tod, was ihn so sehr um das Verständnis seiner selbst gebracht hat, ist uns ein Rätsel. Ich ersuche euch zwei, die ihr von klein auf seine Freunde seid, ihn aufzumuntern. Und herauszufinden, ob irgendwas, was wir nicht kennen, ihn bedrückt. Dem wir, wär's uns bekannt, begegnen könnten. Er hat sehr viel von euch gesprochen. Nicht zwei Männer leben, an denen er mehr hängt. Und? Was hat er so erzählt? Ihr Majestäten werdet mittels eurer höchsten Macht befugt, uns eure Wünsche eher zu befehlen, als uns zu bitten. Aber wir gehorchen. Voll und ganz. Danke. Rosenkranz. Und lieber Güldenstern. Danke, Güldenstern und lieber Rosenkranz. Ich bitt euch, besucht meinen Sohn, der sehr verändert ist. Das machen wir. Versprochen. Der Himmel, lass ihm uns und unser Tun behilflich sein und angenehm. Ja, Amen. Bist du noch da, Laertes? Leb wohl, Ophelia, liebe Schwester. Leb wohl, ist das alles? Oh, nachts im Bett, schlaf nicht. Schreib mir. Zweifelst du daran? Was Hamlet und sein Techtelmechtel angeht, nimm's als Laune. Yay. Spielerei des Bluts, ein Veilchen aus dem Frühling der Natur. Zu schnell erblüht, nicht dauernd, süß, doch flüchtig, nur Duft und Zeitvertreib für den Moment. Nicht mehr! Nicht mehr als das. Ja, jetzt liebt er dich vielleicht, aber glaub mir, wenn er nun sagt, er liebt dich, Ophelia. Sei klug genug, es nur so weit zu glauben, als er in seiner Sonderposition sein Wort erfüllen kann. Hab Angst, Ophelia! Halte dich zurück mit deiner Liebe. Hab Angst, nur so bist du in Sicherheit. Denn in dir selbst liegt aller Widerstreit. Zeig nicht, wie heuchlerische Pfaffen es tun, den steilen Dornweg zum Himmel mir, derweil du selbst den Primelpfad der Lust entlang marschierst und deinen Rat vergisst. Oh, keine Sorge. Noch da, Laertes? Unser Vater. Hier. Meinen Segen. Ja, ich muss jetzt los. Noch eine Sache. Pass gut auf. Merk dir gut. Das, was du denkst, geht niemand etwas an. Und was nur halb gedacht ist, lass es bleiben. Die Freunde, die du hast und die erprobt sind, die schließe dir mit Stahl an deine Seele. Doch hol dir keine Schwielen an der Hand bei der Begrüßung eines jeden Depps. Vor Streit nimm dich in Acht. Und ist er unvermeidlich, musst du es sein, von dem man sich in Acht nimmt. Lass Tadel zu, sei sparsam mit Kritik, zieh dich gut an, nicht zu viel Schnickschnack.
Mach keine Schulden und verleih kein Geld. Vor allem dies. Sei ehrlich zu dir selbst. Auch keinen anderen belügen. Danke, Vater. Die Zeit tickt. Oh. Leb wohl, Ophelia. Ophelia, vergiss es nicht, was ich dir sagte. Was hat er dir gesagt, Ophelia? Er redete von Hamlet. Was gibt's zwischen euch? Er spricht in letzter Zeit sehr oft von dem, was er für mich empfindet. Und was empfindet er? Und glaubst du ihm? Ich weiß nicht, woran ich glauben soll. So, dann pass mal auf. Er hat mit Liebe mich bestürmt, in seiner feinen Art. In welcher Art erspare mir? Er gab den Worten auch Gewicht mit beinahe all den heiligen Schwüren vom Himmel. Ja, Schlingen für die Schnepfen. Ab sofort wirst du mit deiner Nähe etwas geizen. Begreife ein Gesuch um dein Gespräch nicht als Befehl dazu. Für Hamlet gilt, glaub ihm nichts anderes, als dass er jung ist und viel länger alleine laufen darf, als man es dir erlaubt. Wir lieben uns! Du hast ihn irrsinnig gemacht. Mehr Schaden bringt es, diese Liebe zu verstecken, als Hass, wenn man es wagt, sie aufzudecken. Und pass auf, ich sag's dir. Ich will gehorchen. Die Abgesandten, König aus Norwegen, sind glücklich wieder heimgekehrt. Du bist wie stets der Vater guter Nachricht. Und ich glaube, wenn mein Gehirn sich nicht auf den Wegen der Vernunft verirrt hat, was unwahrscheinlich ist, dass ich den Grund für Hamlets Wahn herausgefunden habe. Er ist allein. Mhm. Polonius sagt mir, liebe Gertrud, dass er jetzt den Grund für deines Sohnes Krankheit kennt. Ist er krank? Na, das kriegen wir schon raus. Sprich, sprich. Ich brenne darauf, davon zu hören. Gleich. Erst die Abgesandten. Meine Nachricht ist das Sahnehäubchen. Nun, Abgesandte, Totengräber, Clowns, was ist mit Bruder Norweg, mit dem der kraftlos und ans Bett gefesselt schwerlich das Ziel des Neffen kennt, des jungen Fortinbras, der meint, dass unser Staat verrenkt und aus den Fugen sei? Was ist mit ihm? Ist allein. Kaum waren wir da. In Norwegen gab er, der alte Norweg, Befehl zum Stopp der Rekrutierungen. Er, der alte Norweg, hat sie als Rüstung gegen Polen aufgefasst. Doch als er, der alte Norweg, hinsah, musste er... Der alte Norweg? Musste er erkennen, es ging tatsächlich gegen dich. Er boss! Dass der alte, schwache, kranke Mann betrogen wurde! Ließ er Fortinbras verhaften. Der, um's kurz zu machen, gehorcht, wird bestraft und am Ende schwört er dem Onkel niemals mehr, die Waffen zu erheben gegen dich. Worauf der alte Norweg überglücklich ihm jährlich 20.000 Pfund verspricht und aufträgt, die bereits geworbenen Truppen jetzt gegen Polen in den Kampf zu führen. Dich aber bittet er sehr ernst und dringlich. Schau, dem Unternehmen einen freien Durchmarsch durch deine Länder zu gewähren, mit allen Garantien, die du brauchst.
Na, das hört sich doch gut an. Indeed, indeed. Goodbye. Achtet auf euren Lebenswandel. So, das wäre erledigt. Mein Fürst und meine Fürstin, weil Kürze nun des Witzes Seele ist und langes Reden nur die schöne Hülle, mache ich es kurz, denn euer Sohn ist irre. Er ist allein. Ich nenne es Irre. Denn ist wahrer Irrsinn etwas anderes als nichts als irr zu sein? Ja, das nur so. Du mehr Inhalt, weniger Kunst. Von Kunst kann keine Rede sein, Madame. Dass er verrückt ist, stimmt. Es stimmt, wie schade. Und schade ist, es stimmt. Ja, das ist Rhetorik. Doch weg damit. Von Kunst kann keine Rede sein, Madame. Bezeichnen wir ihn als verrückt. Es bleibt, den Grund für den Effekt herauszufinden. Na, richtiger, den Grund für den Defekt. Denn der Defekt-Effekt hat einen Grund. Das also bleibt. Und das, was bleibt, bleibt dies. Die Tochter, die ich habe, weil sie mein ist, hat mir alles mitgeteilt, brav und pflichtbewusst, wie, wann und wo es sich ereignete. Hamlets Liebesverben. Du denkst, das ist es? Das kann sein. Das kann schon sein. Kam das schon einmal vor, Entschuldigung, das interessiert mich gerade, kam das schon einmal vor, dass ich entschieden sagte, es ist so und dann war es andersrum? Ja, nicht, dass ich wüsste. Ja. Trenn dies von dem, wenn das nicht richtig ist. Und wie geht's weiter? Ich schicke ihm meine Tochter. Liebt er sie nicht und ist auch deshalb nicht verrückt geworden, dann lass mich nicht mehr Staatsbeamter sein. Nein, Bauer und Mistkutscher. Gut, versuchen wir's. Da ist er. Ganz traurig. Er liest. Lass dir mich bitte mal einen Moment mit ihm alleine. Ja? Kann ich einen Moment mit ihm mal alleine sein? Ja? Danke. Wie geht es meinem guten Hamlet? Ah, gut, Gott sei Dank. Erkennst du mich? Vollkommen, du bist ein Fischhändler. Ja, das nun nicht gerade. Dann wollte ich, du wärst ein so ehrlicher Mann. Ehrlich? Ja, denn wie die Welt läuft, heißt ehrlich sein, ausgesucht unter 10.000. Das ist sehr wahr. Denn wenn die Sonne Maden brütet in einem toten Hund, dann küsst ein Gott einen Kadaver. Hast du eine Tochter? Ja. Sie soll nicht so viel in die Sonne. Empfänglichkeit ist ein Segen, aber da deine Tochter empfangen könnte, Freund, sieh dich vor. Ständig spielt er auf meine Tochter an, obwohl er mich anfangs gar nicht richtig erkannte. Er dachte, ich sei ein Fischhändler. Und er ist übel dran. Und es stimmt. In meiner Jugend habe ich an der Liebe auch extrem gelitten. Sehr ähnlich. Ich rede noch mal mit ihm. Was liest du, Prinz? Worte, Worte, Worte. Und was passiert? Zwischen wem? Was passiert in dem, was du liest? Ah, Verleumdungen. Dieser hier sagt, dass alte Männer graue Bärte haben, dass ihre Gesichter runzlig sind, aus ihren Augen Pflaumenharz und Honig trieft und dass sie einen Mangel an Geist haben, sowie äußerst schwache Schenkel, was ich alles, obwohl ich vollkommen davon überzeugt bin, noch lange nicht für anständig halte, es so zu Papier zu bringen. Denn Sie, mein Herr, Sie können so alt werden wie ich, wenn Sie wie ein Krebs rückwärts gehen könnten. Ist dies auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Du solltest nicht so viel an die Luft. In mein Grab. Ja, dann wärst du wirklich nicht mehr an der Luft. Wie sinnig seine Antworten manchmal sind. So glücklich bringt das nur der Irrsinn zustande. Vernunft und Verstand schaffen das nicht. Ich will ihn allein lassen und sofort das Treffen zwischen ihm und meiner Tochter planen. Mein Prinz, ich nehme Abschied von dir. Sie können nichts von mir nehmen, Sir, was ich lieber ließe, außer mein Leben. Außer mein Leben, Sir. Außer mein Leben. Hm? Außer mein Leben. Ja.
Außer mein Leben. Ja, außer mein Leben. Außer mein Leben. Hamlet? Da ist er. Meine prächtigen guten Freunde. Güldenstern, wie geht's? Ah, Rosenkranz. Jungs, wie geht's euch beiden? Normal. Normal? Wie den mittelmäßigen Kindern der Erde? Glücklich, dass wir nicht überglücklich sind. Gibt's was Neues? Nichts. Nur, dass die Welt anständig geworden ist. Dann steht der jüngste Tag bevor. Aber eure Nachricht ist falsch. Lasst mich genauer fragen. Was habt ihr verbrochen, dass man euch hierher ins Gefängnis schickt? Gefängnis. Dänemark ist ein Gefängnis. Dann ist die Welt eins. Dänemark ist eins der schlimmsten. Wir denken nicht so. Dann ist es eben keins für euch. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes. Erst das Denken macht es dazu. Für mich ist es ein Gefängnis. Es ist zu eng für deinen Geist. Oh Gott. Ich könnte in einer Nussschale eingesperrt sein, mich doch für einen König unendlichen Raums halten, wären nur nicht meine schlechten Träume. Wobei Träume wirklich Ehrgeiz sind. Denn die Substanz des Ehrgeizes ist nur der Schatten eines Traums. Ein Traum ist selbst nur ein Schatten. Richtig. Und ich halte Ehrgeiz für so leicht und unwirklich, als wäre er nur der Schatten eines Schattens. Dann sind unsere Bettler wirklich und unsere Herrscher und gehetzten Helden sind nur die Schatten der Bettler. Ich glaube, wir lassen das. Aber in alter Freundschaft, was macht ihr hier? Wir besuchen dich, Hamlet. Kein anderer Anlass. Seid ihr freiwillig hier? Kommt, kommt, seid ehrlich mit mir. Kommt, kommt, redet. Was sollen wir sagen? Egal, irgendwas. Ich weiß, das gute Königspaar hat euch geschickt. Zu welchem Zweck? Das frage ich euch. Aber bei der Erinnerung an unsere Freundschaft, seid fair und offen mit mir, ob man euch geholt hat oder nicht. Was sagst du? Ich warte. Wir wurden geholt. Ich sage euch auch warum, so erspare ich euch das Geständnis. Ich habe in letzter Zeit, warum weiß ich nicht, all meine Fröhlichkeit verloren. Mein Zustand ist wirklich so elend, dass dieser fabelhafte Bau, die Erde, mir vorkommt wie ein unfruchtbares Vorgebirge. Diese großartige Beschirmung, die Luft seht ihr, dieses überwältigende Firmament, dieses majestätische Dach ausgelegt mit goldenem Feuer. Für mich ist es nichts als eine Ansammlung von fauligen, giftigen Gasen. Was für ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie ausgezeichnet sein Verstand, wie unbegrenzt seine Fähigkeiten im Handeln, wie ähnlich einem Engel im Denken, wie ähnlich einem Gott. Die Krone der Schöpfung, das Vorbild der Tiere. Und doch, was bedeutet mir diese Quintessenz aus Staub? Die Menschen sind mir gleichgültig. Ophelia, ich will wirklich wissen, dass deine Schönheit ist, die Hamlet so unglücklich macht. Ja, schön wär's. Ich höre ihn kommen. Ophelia, geh mal hier ein bisschen auf und ab und tu so, als ob du die Bibel liest. Wäre ja nicht das erste Mal, dass man mit Gebeten und Gläubigen getue.
den Teufel mit Zucker überstreuen. Oh, das stimmt. Wie peinigt dieser Ausspruch mein Gewissen. Die Wange einer Hure, schön gefärbt, ist hässlich. So wie meine Tat es ist. Wäre sie nicht schön gefärbt durch meine Reden. Oh, schwere Last. Ja, Amen. Tja. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Zeugt es von größerer Würde auszuhalten, womit das launische Geschick uns foltert? Oder das Meer der Plagen zu bekämpfen und streiten zu vergehen? Sterben. Schlafen. Mehr ist das nicht. Und sagen, dass im Schlaf der Schmerz aufhört. Was für ein Ziel zutiefst begehrenswert. Sterben. Hm? Schlafen. Schlafen. Träumen vielleicht. Aber da ist der Haken, denn was für Träume aufsteigen im Todesschlaf, das lässt uns zögern. Es ist Angst, die Elend immer weiter leben lässt. Unser Bewusstsein macht uns alle feige. Hamlet! Ich habe noch Andenken von dir und will sie dir schon lange wiedergeben. Ich bitte dich jetzt, nimm sie. Nein, ich nicht. Ich habe dir nichts gegeben. Hamlet, du weißt sehr gut, dass du das hast. Mit Worten, deren süßer Hauch die Dinge noch reicher werden ließ. Ihr Duft verflog. Nimm sie zurück, sie sind mir nichts mehr wert, da sich der Gebende mir kalt erwies. Da. Bist du unschuldig? Entschuldigung? Bist du schön? Was meinst du? Dass, wenn du unschuldig und schön bist, deine Tugendhaftigkeit, deine Schönheit keinen Umgang erlauben sollte. Gibt es für die Schönheit besseren Umgang als mit der Unschuld? Ja, sicher. Denn eher ist die Schönheit fähig, aus der Unschuld eine Kupplerin zu machen, als dass die Unschuld die Schönheit zu ihresgleichen machen kann. Das war mal paradox, aber jetzt ist es bewiesen. Ich habe dich geliebt. Ich weiß, Hamlet, so habe ich es verstanden. Das hast du ganz falsch verstanden, das war keine Liebe. Umso mehr hast du mich betrogen. Ophelia, geh in ein Kloster. Warum willst du Sünder ausbrüten? Wir sind alle komplette Verbrecher. Glaub keinem von uns. Geh in ein Kloster, geh schnell. Wo ist dein Vater? Zu Hause. Dann lass die Türen hinter ihm absperren, damit er den Idioten nur im eigenen Hause spielen kann. Oh, helft ihm! Heiliger Himmel! Ophelia, sei keusch wie Eis, so rein wie Schnee. Der Verleumdung wirst du nicht entgehen. Und wenn du trotzdem unbedingt heiraten willst, heirate einen Trottel. Kluge Männer wissen nur zu gut, was ihr für Krüppel aus ihnen macht. Geh in ein Kloster. Ihr himmlischen Mächte, rettet ihn! Gott gab euch ein Gesicht! Und ihr malt euch ein anderes. Ihr tänzelt und ihr trippelt und ihr lispelt. Geh weg, ich kann nicht mehr, ich dreh durch. In ein Kloster gehen. Mir ist weh, dass ich gesehen habe, was ich sah. Sehe, was ich sehe.
Liebe? Nein. Wahnsinn? Nein. Da ist etwas in deiner Seele, worauf sich seine Schwermut brütend setzt. Und ich befürchte, dass die Ausgeburt gefährlich sein wird. Um dem vorzubeugen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, der muss hier weg! Der soll sofort nach England! Was an Tributen aussteht, einzufordern, kann sein, das Meer und die verschiedenen Länder, die viele Abwechslung, treibt es ihm aus. Ist etwas, was in seinem Herzen nistet und ständig hämmernd im Gehirn ihn so weit von sich entfernt hat. Was meinst du dazu? Ja. Es sollte helfen. Dennoch bin ich sicher, Ursprung und Beginn von seinem Leiden liegt in verschmähter Liebe. Oder, Ophelia? Welch ein edler Geist ist hier zerstört. Des Staatsmanns, Kriegers, Lehrers, Auge, Zunge, Schwert. Die Hoffnung und die Rose dieses Staates. Das Spiegelbild für Sitte und Charakter. Der Blickpunkt aller Blicke ganz, ganz hin. Und ich, der Frauen traurigste und ärmste. Die Honig sog aus seinen Lidern schwüren. Ich sehe diesen edlen, freien Geist durch Raserei zerstört. Mir ist weh, dass ich gesehen habe, was ich sah. Seh, was ich sehe. Lass die Königin ihn einfach fragen, was er hat. Findet sie nichts raus, dann schick ihn nach England oder sperr den ein. Soll geschehen. Wahnsinn am Hof muss unter Aufsicht stehen. Da kommen die Schauspieler. Ach du auch, schön. Hallo. Sprecht die Zeilen leicht von der Zunge weg, wenn ihr drauf rumkaut, wie viele von euch Schauspielern, dann können sie gleich vom Stadtschreier gesprochen werden. Und sägt nicht zu viel mit den Armen durch die Luft, so. Sondern nehmt euch zurück. Es kränkt mich in der Seele, wenn ich so einen aufgebrachten Kollegen mit Perücke eine Leidenschaft zerfetzen sehe, ja geradezu zerlumpten, nur um dem Stehparterre die Ohren zu spalten, das größtenteils sowieso nur auf unverständlichen Krach und Schrott reagiert. Den Kerl würde ich auspeitschen lassen, der herodiert. Herodes, bitte vermeidet das. Ich verspreche es dir. Es darf aber auch nicht harmlos wirken, das müsst ihr selbst ermessen. Passt die Geste dem Wort an, das Wort der Geste, indem ihr euch immer ganz genau bewusst macht, wo die Grenzen des Natürlichen sind. Denn jede... Denn jede Übertreibung führt weg vom Zweck des Spielens, der von Anfang an bis heute war und ist, ein Spiegelbild der Natur zu finden, der Tugend eigenes Gesicht. Der Schande eigenes Bild. Den Abdruck der Gestalt des ganzen Zeitalters. Wird das übertrieben oder kommt zu schwach heraus, dann lachen zwar die Ahnungslosen, aber der Nachdenkliche leidet. Und dessen Missbilligung muss für euch schwerer wiegen als ein ganzes Theater voll mit anderen. Und ich habe Schauspieler spielen sehen und von anderen loben hören, die, gelinde gesagt, weder den Tonfall hatten von Christen, noch die Haltung von Christen oder von Heiden oder von sonst wem, die so blökten und sich spreizten, dass ich dachte, ein paar Hilfsarbeiter der Natur hätten Menschen gemacht. Und sie nicht gut gemacht, so widerwärtig imitierten sie die Menschheit. Ich denke, wir haben das bei uns so ziemlich abgestellt. Ja, vielen Dank. Stellt es ganz ab und lasst auch die Clowns nur das sagen, was auch im Text steht. Es gibt nämlich welche. Nein, 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 ich meine dich nicht. Wirklich nicht, entschuldige. Es gibt nämlich welche, die
immer selber lachen, um ein paar apathische Zuschauer zum Lachen zu bringen, auch wenn schon längst ein anderer für das Stück entscheidender Moment die Aufmerksamkeit erregen sollte. Das ist fatal und zeugt von einem äußerst erbärmlichen Ehrgeiz bei dem Trottel, der das macht. Willst du den Polonius spielen, der bei seiner Tochter schlafen will, der reizenden Ophelia? Sie kommt dafür, Stichwort, eine tragische Rolle. Ich wusste, dass du Schauspieler bist. Ich bin auch Schauspieler. Ich spiele Hamlet. So, was war deine erste Rolle? An der Universität galt ich als guter Darsteller. Was stelltest du dar? Ich stellte Julius Caesar dar. Wurde umgebracht im Kapitol. Brutus brachte mich um. Das war brutal von ihm, ein so kapitales Kalb zu schlachten. Komm her, Herr, mein lieber Hamlet. Sitz bei mir. Nein, Mutter, hier, der Magnet zieht mehr. Oh, 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 oh. Merkt ihr das? Er ist allein. Lady, soll ich in deinem Schoß liegen? Nein. Ich meine den Kopf auf deinem Schoß. Ja. Was dachtest du denn, was ich meine? Ich denke nichts. Das ist ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mädchens zu liegen. Was ist mit dir? Nix. Du bist lustig. Wäre ich? Ja. Ja, was soll ich anderes tun, außer lustig sein? Schau, wie heiter meine Mutter blickt und mein Vater starb vor nicht 2 Stunden. Nein, es sind 2x2 Monate. Was? So lang? Na, 2 Monate tot, noch nicht vergessen! Hast du deinen Text verlernt, Mama? Ich souffliere. Wasch dir den Mord aus dem Gesicht, mein Prinz, und mach dem neuen Dänemark schöne Augen. Ich werde dich wieder zur Jungfrau machen, Mutter, damit der König eine blutige Hochzeit hat. Der Mutterschoß ist keine Einbahnstraße. Jetzt binde ich dir die Hände auf deinen Rücken, weil mich ekelt vor deiner Umarmung mit deinem Brautschleier. Jetzt zerreiße ich dein Brautkleid. Jetzt musst du schreien. Jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleides mit der Erde, die mein Vater geworden ist. Mit den Fetzen dein Gesicht, deinen Bauch, deine Brüste. Jetzt nehme ich dich, meine Mutter, in seiner meines Vaters unsichtbaren Spur. Deinen Schrei ersticke ich mit meinen Lippen. Erkennst du die Frucht deines Leibes? Jetzt geh in deine Hochzeit, Hure, breit in der dänischen Sonne, die auf Lebendige und Tote scheint. Ich will die Leiche in den Abtritt stopfen, dass der Palast erstickt in königlicher Scheiße. Was bedeutet das? Das ist Meuchelmischmasch, bedeutet Unheil. Ach, du bist wirklich schrecklich. Hast du es gemacht? Es war kurz. Wie Frauenliebe. Lass mich dein Herz essen, Ophelia, das meine Tränen weint. Willst du mein Herz essen, Hamlet? Zu bitter. Madame, wie gefällt dir das Stück? Viel Versprechen. Ja. Ziemlich provokant. Ist doch nicht provokant. Ist doch nur Spaß. Vergiften zum Spaß. Überhaupt nicht provokant. Hey, du kannst echt gut tanzen. Ja, ich wäre ein guter Souffleur für dich und deinen Partner, falls ihr mal stecken bleibt. Oh, du bist so spitz. Würde dich einstöhnen kosten, meine Spitze abzustumpfen, Baby. Noch besser und schlimmer. Genau wie du. Bruder, hilf mir, hilf mir!
Stopp damit. Ich sehe nichts mehr. Lampen. 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 Hamlet! Ja, was? Wer spricht? Hamlet? Ja, was? Ja, warte. Hamlet? Was ist denn? Wer spricht? Hallo? Kurz. Wer? Hamlet? Ja. Kann ich kurz mit dir? Was? Hamlet? Kann ich kurz... Hamlet, kann ich kurz mit dir sprechen? Du kannst lang mit mir sprechen. Dem König ist schlecht. Ja, was hat er denn? Hat er gesoffen? Nein, die Galle. Dann schnell einen Arzt, wenn ich mich um ihn kümmere, kommt ihm nur noch mehr Galle hoch. Deine Mutter, die Königin, sie ist in tiefer Seelenqual. Dein Benehmen versetzt sie in Erstaunen und helle Aufregung. Oh, wunderbarer Sohn, der eine Mutter so verblüffen kann. Sie würde gerne mit dir reden. Hast du noch was? Früher hast du mich geliebt. Und tu es noch bei allem, was ich hasse. Warum bist du so verstört? Du versperrst dir wirklich die Tür zu deiner eigenen Freiheit, wenn du deinen Kummer vor deinem Freund verbirgst. Er ist allein. Ich komme nicht vorwärts. Wie kann das sein, wenn der König selbst für deine Thronfolge in Dänemark stimmt? Ja, aber während das Gras wächst, verhungert das Pferd. Der Satz ist etwas muffig. Aber unter uns, warum schnüffelt ihr nach meiner Witterung, als wolltet ihr mich in ein Netz treiben? Wenn mein Pflichteifer zu groß ist, benimmt meine Liebe sich schlecht. Das verstehe ich nicht. Willst du Flöte spielen? Nein. Bitte. Kann ich nicht, glaub mir, ich kann's nicht. Ich bitte dich darum. Ich weiß nicht, wie man sie anfasst. Es ist so leicht wie Lügen. Ich kriege keine Harmonien hin, ich habe es nicht gelernt. Und auf mir willst du spielen! Die Königin will mit dir sprechen, und zwar sofort. Schau mal die Wolke da, die sieht doch wirklich aus wie ein Kamel. Ja, fast wie ein Kamel. Ich finde, sie sieht wie ein Wiesel aus. Ja, der Rücken, der sieht genau aus wie ein Wiesel. Oder wie bei einem Walfisch. Ja. Wie bei einem Walfisch. Gut, dann gehe ich jetzt zu meiner Mutter. Jetzt? Jetzt ist leicht gesagt. Ich mag ihn nicht. So heißes Blut könnte ich jetzt trinken. Wir sind nicht mehr sicher, wenn der hier frei rumläuft. Still, ich muss zu meiner Mutter. Rosenkranz, Güldenstern. Nur grausam lass mich sein, nicht unnatürlich mit Messern reden, aber keine brauchen. Bereitet euch jetzt auf die Reise vor. Er bewegt sich zu frei. Wir machen schnell. Oh, meine Tat ist faul. Ich stink zum Himmel. Sie trägt den ersten, ältesten der Flüche, Mord eines Bruders. Wer die verfluchte Hand auch dick verkrustet von dem Blut des Bruders, reicht nicht der Regen in den süßen Himmeln, sie weiß wie Schnee zu waschen. Muss Gnade nicht vor das Angesicht der Sünde treten. Jetzt könnte ich es einfach tun, erst beim Beten. Ich kann nicht beten. Wenn ich es mir auch noch so heftig wünsche. Die stärkere Schuld besiegt den starken Willen. Was ist Gebet? Was ist Gebet, wenn es nicht doppelt Kraft hat, zu schützen vor dem Fall und zu verzeihen, wenn man am Boden liegt? Schau empor, die Tat besteht. Doch welche Art Gebet dient meinem Ziel? Vergib mir meinen Mord, das kann ja nicht sein, der mir ja alles blieb, weswegen ich den Mord begangen habe. Krone, Ehrgeiz,
Meine Königin, gibt es Vergebung, wenn mir all das bleibt? Auf den korrupten Wegen dieser Welt schiebt der Verbrecher oft das Recht beiseite, kauft sich mit der Beute das Gesetz da oben nicht. Da gibt's kein Mogeln. Da erscheint die Tat in ihrer ganzen Wahrheit. Hilft Reue? Kann sie helfen? Kann sie es nicht? Was kann sie, wenn man nicht bereuen kann? Jetzt tu ich's! Tu's doch! Worauf wartest du? Ist es noch Rache, bringe ich ihn um, wenn er bereit und reif ist für den Tod. Oh, große Not. Oh, Brust, schwarz wie der Tod. Ich bereue. Ich versuch's. Helft, Engel. Vielleicht wird doch alles wieder gut. Nein. Nein, ich tu's nicht. Bei einer Tat, die keine Spur von Rettung in sich trägt, lass ich ihn stolpern, die Fersen hoch zum Himmel, die Seele schwarz und schändlich wie die Hölle, in die sie fährt. Es wartet meine Mutter. Es mache dein Gebet dich noch kaputter. Die Worte fliegen auf, der Sinn bleibt unten. Wort ohne Sinn hat nie zu Gott gefunden. Was gibt es, Mutter? Hamlet, du beleidigst deinen Vater. Mutter, 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 du beleidigst meinen Vater. Komm, beherrsche deine lose Zunge. Geh, beherrsche deine böse Zunge. Was soll das, Hamlet? Was ist los? Vergisst du, wer ich bin? Nein, leider nicht. Du bist die Frau des Bruders, deines Mannes, die Königin und dennoch meine Mutter. Nein, ich höre auf. Sollen andere mit dir reden? Du setz dich jetzt hin, du bleibst jetzt hier! Mama, Mama, Mama. Was willst du tun? Willst du mich töten? Ja. Ja. Was? Nein. Hamlet. Hamlet. Nein, 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 Hamlet, nein. Nein, 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 Hamlet. Ich weiß nicht. Was hab ich dir getan? Ich hab dich doch lieb. Hast du Augen?
hast du Augen, sprich nicht von Liebe. Sehen ohne Fühlen, Fühlen ohne Sehen, Hören ohne Tasten, Riechen ohne alles. Der kranke Rest von einem Sinn konnte so stumpf nicht sein. Hör endlich auf! Schau ihn doch an, dein Mann! Ein Mörder, ein Verbrecher, ein Sklave, ein Taschendieb des Reiches und der Herrschaft, der sich die Krone aus dem Schubfach stiehlt und in den Sack steckt. Ich bin umgebracht. Es ist Polonius. Hast du dich wieder eingemischt, Idiot? Ich hielt dich für was Besseres. Ade. Zu großer Eifer kann gefährlich werden. Schau deine Mutter an! Vater, was kann ich für dich tun? Schau deine Mutter an! Oh Gott, er ist verrückt. Entsetzen zeichnet deine Mutter, tritt zwischen sie und ihre wirre Seele. Ein schwacher Körper stellt sich Schlimmstes vor, sprich mit ihr, Hamlet. Wie ist dir, Mutter? Wie ist denn dir, oh liebster Sohn? Osinian Galevo, schau mich nicht so an, mein Puls schlägt so wie deiner ganz normal und regelmäßig. Du hast mein Herz gespalten in zwei. Wirf die schlechte Hälfte weg. Ein Wort noch, Mutter. Ja, was soll ich tun? Auf keinen Fall, worum ich dich jetzt bitte. Lass ihn dich nötigen, ihm alles zu entwirren, besonders, dass ich gar nicht irre bin, nur äußerst schlau. Lass es ihn ruhig wissen. Hamlet, wenn die Worte Atem sind und Atem Leben, dann habe ich kein Leben mehr, um auszuatmen, was du mir gesagt hast. Ich soll nach England, weißt du das? Ach ja, ich hatte es vergessen. Zwei Freunde bahnen mir den Weg. Es ist ganz lustig, einen Bombenbastler an seiner eigenen Bombe festzubinden, sehr modern. So, jetzt aber los, Mann. Nama, lala, salama. Gute Nacht. Wirklich, dieser Berater ist jetzt sehr still, sehr heimlich und sehr wahr und war doch einst so ein Schwätzer. So, komm, ich muss dich jetzt zu Ende bringen. Hast du mal kurz Zeit? Du vielleicht auch? Ist nicht so leicht. So, korrekt verpackt. Komm mal her. Dankeschön. Hätte ich mich da versteckt, hätt's mich erwischt. So frei ist er gefährlich für uns alle. Für mich. Für dich. Für jeden. Wo ist die Leiche? Beim Abendessen. Beim Abendessen? Wo? Nicht wo sie ist, sondern wo sie gegessen wird. Eine gewisse Versammlung politischer Würmer ist gerade an. Ihr Vetter König Magerer Bettler sind nur verschiedene Gänge, zwei Schüsseln auf einem Tisch. Das ist das Ende. Mit einem Wurm, der gegessen hat von einem König und essen von dem Fisch, der den Wurm fraß. Was meinst du damit? Nichts. Ich will dir nur zeigen, wie ein König durch die Gedärme eines Bettlers marschiert. Hamlet! Aus Gründen deiner Sicherheit, die uns am Herzen liegt, so wie uns schmerzt, was du getan hast, musst du hier weg, und zwar jetzt gleich. Verzweifelte Erkrankung erfordert ein verzweifeltes Rezept. Pack deine Sachen nach England. Nach England. Nach England. Und England, wenn du meine Freundschaft willst, wirst du unsere Gewalt nicht unterschätzen, die in diesem Brief den Tod von Hamlet fordert. Tu's, England! Nur sein Tod wäre Freude und das Ende meiner Not. Nach England? Ja, Hamlet. Wenn du unsere Absicht kennen würdest. Gut. Leb wohl, meine Mutter. Ich bin dein Vater, Hamlet. Meine Mutter. Vater und Mutter sind Mann und Frau. Mann und Frau sind ein Fleisch, also meine Mutter.
Was ist der Mensch, wenn er ein Leben lang kein anderes Ziel als Schlaf und Nahrung kennt? Ein Tier. Nicht mehr. Weswegen lebe ich noch? Wenn ich nur sage, dies soll geschehen, wo Mittel, Kraft und Willen nicht fehlen, es zu tun. Groß ist nicht, wer ohne großen Grund nicht losschlägt, sondern wer Nichtiges als großen Anlass nimmt, wo es um die Ehre geht. Und ich. Ich kann nicht sprechen. Nicht für einen Vater, an dessen Eigentum und teurem Leben verruchter Raub geschah. Wie stehe ich da? Der Vater umgebracht, beschmutzt, die Mutter Verstand und Blut aufs Äußerste gereizt. Und rühre mich nicht. Was ist der Mensch, wenn er ein Leben lang kein anderes Ziel als Schlaf und Nahrung kennt, ein Tier nicht mehr,
Weswegen lebe ich noch? Wenn ich nur sage, dies soll geschehen, wo Mittelkraft und Willen nicht fehlen, es zu tun. Groß ist nicht, wer ohne großen Grund nicht losschlägt, sondern wer Nichtiges als großen Anlass nimmt, wo es um die Ehre geht. Und ich? Ich kann nicht sprechen, nicht für einen Vater, an dessen Eigentum und teurem Leben verruchter Raub geschah. Wie stehe ich da? Der Vater umgebracht, beschmutzt, die Mutter, Verstand und Blut aufs Äußerste gereizt. Und rühr mich nicht. Was ist, Ophelia? Wie erkenne ich dein Treulieb von einem anderen nun? An seinem Muschelhut und Stab und seinen Sandelschuhen. Ach, liebes Kind, was soll das? Wie bitte? Nein, hör zu. Er ist lange tot und hin. Tot und hin. Fräulein, an seinem Kopf ein Rasengrün, an seinem Fuß ein Stein. Leichen. Leichentuch. Wie Bergschnee weiß. Bunt von Blumensegen unbeweint. In das Grab fiel's hinein von Liebesregen. Wie geht's dir, hübsche Lady? Wir wissen, wer wir sind, aber nicht, was aus uns werden kann. Ihr fehlt ihr Vater. Morgen ist St. Valentinstag. Bevor der Morgen graut will, ich an seinem Fenster stehen als seine junge Braut. Aufstand der Mann und zog sich an. Ich und öffnete die Tür. Als Mädchen ging sie in das Haus und gab sich ihm dafür. Hübsche Ophelia. Wirklich, ohne zu schwören, ich bin gleich fertig. Bei Sankt Marie. Die Segen bringt. Oh, Schande! Pfui! Oh, Pein! Es tut's der Mann, so oft er's kann. Sein ist gemein. Sein ist gemein. Sie sagt, bevor du mich geliebt, versprachst du mir den Ring. Er sagt, das wollte ich mal beim Sonnenstrahl, bevor ich ins Bett mit dir ging. Wie lange ist sie denn schon so? Ich muss weinen, wenn ich daran denke, wie sie ihn in die kalte Erde legen. Mord an ihrem Vater? Ich hoffe, alles wird gut. Wir müssen Geduld haben. Getrennt von sich und ihrem klaren Urteil, von dem gelöst wir Puppen oder Tiere sind. Mein Bruder soll es erfahren. Gute Nacht, Ladies. Gute Nacht, süße Ladies. Gute Nacht. Gute Nacht.
Dein Bruder ist nicht hier, mein Kind. Er ist nicht hier. Was sprichst du, Irre? Da ist er doch. Da ist mein Bruder. Du Ekelkönig, gib mir meinen Vater. Was bringt dich so in Rage, Mann? Sprich. Er ist allein. Wo ist mein Vater? Tot. Doch nicht durch ihn. Lass ihn mal zu Ende fragen. Ich stehe dort, wo beide Welten mir nichts mehr bedeuten. Es komme das, was kommt. Nur Rache will ich für meinen Vater. Kann dich jemand hindern? Ich selbst, niemand sonst. Wie kam er um? Hamlet war's. Man grub sein Grab! Begrub ihn fein! Hey! Nani! Der Tränenregen fiel hinein. Leb wohl, meine Taube. Was ist das jetzt? Ophelia. Ich glaube, ich werde verrückt. Brenn aus mein Denken, Glut, Tränen, siebenmal Salz, wasch Licht und Sehkraft weg aus meinen Augen! Hey, das ist, hier ist Rosmarin. Ja, das ist für die Erinnerung. Ich bitte dich, Lieber, erinnere dich. Ah, und das, ja, das sind Stiefmütterchen. Das ist für die Gedanken. Dies Nichts sagt mehr als alles. Ah, hier, Fenchel, das ist für dich. Und Akelei. Und hier Räukraut für dich. Und hier ist welches für mich. Nennen wir es Gnadenkraut. Schmerz und Betrübnis. Gram, die Hölle selbst verwandelt sie in Lieblichkeit und Anmut. Kommt er niemals zurück? Und kommt er niemals zurück? Nein, er ist tot. Geh du auch ins Grab. Niemals kommt er zurück. Am Bach wächst eine schiefe Trauerweide.
Dort stürzte sie ins Wasser. Ihre Röcke bauschten sich und trugen Meeresnymphen gleich. Sie weiter. Sie sang, solange noch Strophen alter Hymnen, nicht fähig, ihre eigene Not zu spüren. Wie ein Geschöpf, geboren und begabt für dieses Element. Doch lange konnte es nicht dauern, bis ihre Kleidung, schwer sich trinkend, sie aus ihrem Lied hinabzog. Zu dunklem Tod. Ach Gott, sie ist ertrunken. Ertrunken! 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 Ein Unglück rennt dem anderen hinterher! Ein Brief für Sie und für die Königin. Hamlet! Ja! Wer hat ihn gebracht? Ich weiß es nicht. Ja, lies vor! Ein mächtiger König! Du sollst wissen, dass ich nackt auf deinem Königreich sitze. Morgen werde ich um Erlaubnis bitten, vor deine königlichen Augen zu treten, um dir, wenn du es gestattest, die Umstände meiner merkwürdigen Rückkehr zu erläutern. Gezeichnet, Hammel, Hammel, Hammel. Was heißt denn hier nackt? Sind jetzt alle wieder da? Nein! Er ist allein! Vielleicht ein Trick. Lass ihn doch kommen! Es wird mein Herz zu leben und ihm ins Gesicht zu sagen, du warst es! Lars! Was war dir dein Vater wert? Was war dir deine Schwester wert? Sie bleibt für alle Zeiten unvergleichlich. Laertes, will man was tun, sollte man es gleich tun. Was soll ich tun? Hamlet kommt wieder. Welche Tat erweist sich als deines Vaters Sohn mehr als in Worten? Ihm vorm Altar die Gurgel durchzuschneiden. Das ist doch nicht von dieser Zeit! Mensch, denk neu! Ein Scharlatan hat mir ein Öl verkauft, so tödlich, dass taucht man einen Degen ein, es Blut zieht. Die Spitze tauche ich in dieses Gift und wenn ich ihn leicht streife. Die Kunst des Fechtens. Ein fieser Stich quittiert ihm deinen Vater. Und wenn's nicht klappt, dann sehen wir alt aus. Der Anschlag braucht nur einen in Reserve. Warte! Ich hab's. Will dir was trinken? Wird für den Moment ein Kelch bereitstehen. Und ein Schluck davon, ist er dem Giftstich glücklich ausgewichen, führt uns zum Ziel.
Soll ich dir was sagen? Wenn sie nicht vom Hof gewesen wäre, würde sie begraben werden ohne Rituale. Du sagst es. Wenn der Mensch zum Wasser geht und sich ertränkt, dann ist es er, der hingeht. Verstehst du? Aber wenn das Wasser zu ihm kommt und ihn ertränkt, dann ertränkt er sich nicht selbst. Also er, der nicht schuld ist an seinem eigenen Tod, verkürzt auch nicht sein eigenes Leben. Wenn ich mich absichtlich ertränke, dann ist das eine Aktion. Und eine Aktion verzweigt sich dreimal. Handeln, tun, leisten. Also sie hat sich absichtlich ertränkt. Du sagst es. Und umso schlimmer ist es, dass die feinen Leute dieser Welt sich eher aufhängen oder ertränken dürfen als ihre Mitbürger. Die Welt ist ungleich. Komm, mein Spaten. Ich will dir eine Frage stellen. Gerne. Wer baut besser als Maurer, Schiffbauer und Zimmermann? Der Geigen baut. Denn diese Balken überleben alle Mieter. Nicht schlecht. Der Geigen ist gut, aber nicht richtig. Probier's nochmal. Wer baut besser als ein Maurer, ein Schiffbauer oder ein Zimmermann? Ja, sag. Und dann kannst du dich verabschieden. Ach, ich weiß. Los! Nein, ich weiß es doch nicht. Ein Totengräber! Seine Häuser halten bis zum jüngsten Tag! Wessen Grab ist das? Meins? Für welchen Mann gräbst du es? Für keinen Mann. Dann für welche Frau? Auch für keine. Wer soll darin begraben werden? Eine, die eine Frau war, aber sie ist tot. Wie exakt dieser Kerl ist, wir müssen mit der Präzision von Seekarten reden. Wie lange bist du schon Totengräber? Von allen Tagen im Jahr kam ich den Tag dazu, als unser letzter König Hamelham Fortinbras besiegte. Wie lange ist das her? Das weißt du nicht. Das weiß jeder Idiot. Das war genau an dem Tag, an dem der junge Hammelhammel geboren wurde. Der verrückt ist und nach England geschickt wurde. Warum wurde der nach England geschickt? Weil er verrückt war. Er soll dort wieder zu Verstand kommen. Und wenn er es nicht tut, spielt es dort keine Rolle. Warum? Dort merkt man es nicht. Dort sind alle so verrückt wie er. Wie wurde er verrückt? Sehr komisch, sagt man. Wie komisch? Indem er eben den Verstand verlor. Ja, aber wie, also erst war er da und dann nicht mehr und dann hat er so, oh, wo könnte er, ist er hier oder in der, oder wie? Ja, mehr so, hä? Kennst du den Grund? Klar, dänischer Grund. Ich bin schon seit 30 Jahren Totengräber. Wie lange liegt einer in der Erde, ehe er verfault? 8 oder 9 Jahre. Ein Gerber hält 9. Warum der länger? Er ist allein.
Warum hält der Gerber länger? Weil seine Arbeit ihm so sehr die Haut gegerbt hat, dass sie so ziemlich lang das Wasser abhält. Und das Wasser ist das Schlimmste für so eine Leiche. Dieser Schädel da lag zum Beispiel 23 Jahre lang in der Erde. Der? Der in der Mitte? Oder? Ja. Wem gehörte der? Wer glaubst du, wer es war? Ich habe keine Ahnung. Dieser Schädel da war der Schädel von Jorik, dem Hofnarren des Königs. Er hat mir mal eine Flasche Wein über den Kopf gekippt. Ich habe einen Scherz für dich, willst du? Ich war mal nach England unterwegs mit Rosenkranz und Güldenstern. Sie sollten mir von englischen Soldaten den Kopf abhacken lassen, stand so im Brief des Königs. Welch ein König? Willst du den Scherz weiterhören? Ja, bitte. Ich habe den Brief neu verfasst. Willst du wissen, was ich schrieb? Ja, sicher. Dass man die Boten töten soll. Und das Siegel? Ich trug das Siegel meines Vaters bei mir, das aussieht wie das Siegel Dänemarks. Ich faltete die Vollmacht, unterschrieb, verschloss sie, legte sie zurück und so blieb alles unentdeckt. Ich handelte in Eile und preisen wir die Eile, denn es zeigt sich, wie Unbesonnenheit uns dienen kann, wenn große Pläne scheitern, was beweist, Gott existiert und ordnet unsere Ziele, die wir nur grob entwerfen. Und Rosenkranz und Güldenstern gehen drauf? Ja und? Sie waren scharf auf diesen Job. Ihr Scheitern hat nur mit ihrer Kriecherei zu tun. Kann man's glauben? Der Königsmörder, Schänder meiner Mutter, der sich mein eigenes Leben angeln wollte und meine Hoffnung auf den Thron zerstörte, wär's nicht schändlich, man erlaubte diesem Krebsgeschwür der Menschheit, sich weiter zu verbreiten. Er ist allein. Still, still. Ganz ruhig. Hier kommt der König, die Königin, der Hof. So verstümmelt. Der Körper, den sie tragen, hat sein Leben selbst zerstört. What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculties, in form and moving, how express and admirable. In action, how like an angel, in apprehension, how like a god. The beauty of the world. The paragon of animals. Was noch für Rituale? Keine. Legt sie in die Erde. Aus ihrem schönen, unbefleckten Fleisch sollen Veilchen sprießen. Es ist Ophelia. Das Liebste für die Liebe. Lebe wohl. Ich sah in dir schon meines Hamlets Frau. Nun häuft den Staub auf Lebende und Tote. Wer ist es, dessen Schmerz so voll Emphase ausbricht, dessen Jammer die Sterne zwingt, auf ihrem Weg zu halten, der Staat vor Schreck und Staunen? Das bin ich, Hamlet der Däne. Ich wollte dir ein Brautbett schmücken, Süße, und nicht dein Grab bestreuen. Ich liebte sie, nicht 40.000 Brüder mit ihrem ganzen Maß an Liebe liebten so viel wie ich. Was willst du für sie tun? Zum Teufel! Schlecht gebetet! Um Gottes Willen. Willst weinen, willst fechten, fasten, dich zerreißen, Essig saufen, Krokodile essen, ich tu's! Kommst du zum Jammern her, springst in ihr Grab, um nicht herauszufordern! Er ist allein! Hör, Lates, was ist der Grund, dass du mich so behandelst? Du warst mir immer nah. Doch es ist gleich, im Spiegel meiner Sache sehe ich dein. Ich mach's wieder gut.
Es ist nur diese eitle Trauer, die mich so verrückt macht, dass es gleich kommt. Sag mir, was du tun willst. Hier wissen alle, und du sicher auch, was ich getan habe. Mein Pfeil schoss leider übers Haus hinaus und traf deinen Vater. Nimm mein Verleugnen jeder bösen Absicht in deiner Großmut als Entschuldigung. Verzeih mir. Ich erkenne deine Liebe an als Liebe und will sie nicht missachten. Umarmen wir uns? Komm, gib mir einen Degen. In mir liegt eine Waffe. Mein Versagen wird deine Kunst als Stern in schwarzer Nacht entflammen lassen. Du verspottest mich. Nein, ich schwör's dir. Fang an. Du glaubst nicht, wie übel mir ist, aber es ist gleich. Fang an. 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 Vergeben wir uns gegenseitig, Hamlet. Nicht meines Vaters Tod komm über dich, noch deiner über mich. Ich folge dir. Das Gefecht beginnt. Hamlet trifft Laertes. Gertrud trinkt den vergifteten Wein. Sie stürzt zu Boden. Laertes verwundet Hamlet mit seiner vergifteten Degenspitze. Dann verwechseln sie im Gefecht ihre Degen. Hamlet verwundet Laertes mit dem vergifteten Degen. Hamlet verwundet Claudius mit dem vergifteten Degen.
Dann gießt er den Kelch mit dem vergifteten Wein in Claudius Mund leer. Das Gift wirkt. Gertrud stirbt. Claudius stirbt. Laerte stirbt. Hamlet stirbt. Der Rest ist Schweigen. Prinz Fortinbras ist zurückgekehrt aus Polen. Er ist allein. Le spectacle est lugubre. Der Anblick ist entsetzlich. Und Rosenkranz und Güldenstern sind auch tot. Cet abattoir crie le carnage. Ein Schlachthaus ist der Ort. La musique des soldats et les rites de la guerre par la voix forte. Marschmusik und kriegerischer Ritus sollen laut klingen. Soulevez les corps. Pareil spectacle fier au champ de bataille, mais ici c'est déplacé. Nehmt die Leichen auf. Der Anblick passt zum Schlachtfeld, aber hier wird er zur Last. Allez. Los.